Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Lauf auf den Grund des Sees, nicht? Mit Udo und 6 immer noch. Ich glaube, wir werden ihn jetzt für dieses ganze LP hier haben. Nein, werden wir nicht haben. Dafür dauert es noch so lange und so viel Zeit habe ich auch nicht den ganzen Tag. Ich muss noch staubsaugen. Die Hölle. Und ich. Und du? Nee, staubsaugen. Hä? Was? Du? Benutze die Stange, um nach unten Ja, zu kommen. Ja, ich muss nur aufräumen, staubsaugen, staubwischen. Also einmal komplettes Programm. Du Stauber, du Abstauber. Ich bin faul. Puh. Fauler Stauber, du. Ja, Bei Giftgasattacke. den meisten Gamern tut ja das, tut das Klischee ja eigentlich nicht zutreffen. Ja, Aber bei mir schon. was für ein Klischee? Dass sie unordentlich sind, oder wie? Ja, unordentlich, kein richtiges Leben. Na gut, das habe ich. unordentlich, esst nur Süßes. Na, ich eigentlich auch nicht. Nee. Okay, doch nicht. Passt doch nicht zu mir. Also Aber irgendwie ich bin entspricht unordentlich. keiner von denen, die ich kenne, sind ja auch hauptsächlich alles Gamer. Verdammt. Juhu, ich bin. Und ja, die sind eigentlich alle ziemlich normal. Also die wirken auf mich jetzt so ziemlich normal. Ich habe keine Gamer-Freunde. Ich bin allein. Oh mein Gott, er ist allein. Mal gucken, ob ich No an diese friends. Stange dort rankomme. Okay, es funktioniert nicht. Nein, es hat nicht funktioniert. Es ist möglich. Schwer, aber möglich. Sicher? Mann, dieser Hund. Schaust du Ach dir echt ja. immer noch diesen Hund an? Ja. Ich frag mich eigentlich, was hinter dem Bild steckt. Ist der Hund da wirklich weggeflogen oder hat der Typ den da, Hund da lang geworfen oder einfach reingeschnitten? Ich weiß es nicht. Wir werden es wohl nie erfahren, es wird ein ewiges Geheimnis bleiben. Genauso geheim wie das Geheimnis um diesen mysteriösen Fahrtier, wie der entstanden ist. Das wird wohl niemand erfahren. Sehr interessant. Ich habe mir hier so ich schreibe mir ja manchmal Stichworte auf, wo ich mich dann am nächsten Tag erinnern möchte. Da habe ich mal aufgeschrieben, Zelda Dummer. Dummer? Zelda Dummer. Okay. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Ja. Aha, oh, so ich viel hatte zum sogar Thema, Oscar. um dich zu erinnern, ne? Ja. Ich habe sogar hier Oscar Day aufgeschrieben. War das nicht letztes Jahr? Oscar Day? Oder war das dieses Jahr? Ja, wo die Oscars verliehen werden da. Das war letztes Jahr. Ja, siehst mal, wo ich hier stehen habe, noch immer nicht angesprochen habe. So kann's gehen. Ach ja. Hier, meine wunderschöne Saturn-Vorbestellung. Wen es interessiert. Was hast du denn vorbestellt? Zelda, Wind Waker. Dieses Remake-Ding wie oder ich schon was? Gesagt. Ja. Ich finde es irgendwie Nee, das voll alte sinnlos. Modell. Das. Warum? Ja, weiß nicht, einfach Ich so hab's. Ha ein Remake, ich meine, ist doch ich hab langweilig, warum nicht gleich ein neues? Ist doch viel besser. Ja, aber ich habe das alte nicht gespielt und GameCube habe ich auch nicht hier, also anstatt mir jetzt eine GameCube in der Spiele nochmal zu kaufen. Und Moment, wenn ich mir jetzt hier die Limited Edition kaufen würde, würde ich 70 Euro ausgeben, ne? Würde ich mir aber das Original von damals neu kaufen, dann wäre ich 100 bis 150 Euro los. Okay. Und das ist schon krass. Ja, trotzdem, ich finde macht ihr auch allgemein das? so eine Remakes irgendwie total sinnlos. Ich meine, für die, die es jetzt schon gespielt haben und dann kommt hier ein neuer Ja, aber Teil Zelda raus und dann ist es eh nur dasselbe, was die eh schon mal gespielt haben und das ist so dann dumm. Ich meine, hier keine neue ja, und die Story, nichts Neues, sondern einfach nur Sache ist in ja HD. auch. Also ich finde das total sinnlos. Ja, ich find's jetzt okay, ne, weil ich's ja nicht hab, aber sonst, ja, stimmt auch wieder. Und das Blöde ist ja, die meisten Let's Player tun's ja dann auch nochmal Let's Playen und tun dann für die, die das noch gar nicht gespielt haben, wieder hier
die Suchliste wieder ganz nach oben jagen. Ja. Ah ja, so kann's gehen, ne? Na, also, ah, Heckwesen, also ich kann davon nichts Positives halten. Ich meine, der letzte Teil, also hier Skyward Sword, ist ja auch schon eine Ewigkeit her, dass das rausgekommen ist und viele warten ja auch. Das war letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, oder? Vorletztes Jahr, glaube ich, nee. Kann mir 2011 war das. 2011? Okay. 2010 oder 2011? Ach, ich geh mal kurz googeln. Ich kann's ja, du nicht. Haha. Klar, ich kann's. Uhaha. Ich könnte jetzt einfach. Zelda SS. Ja. Ich hab jetzt Zelda mit Doppel-Z geschrieben, aber ich hoffe mal, nee, die wissen nicht, was ich meine. Ja, komisch. Besonders weil die irgendwas hier mit Bekleidung suchen. Ich will ein Spiel. Nein, du willst eine Bekleidung. Du willst aussehen wie Link. Das wolltest du schon Zelda immer. Zelda SS. Boah, ich würde, also wenn sie wirklich ein Remake machen sollten von irgendeinem Spiel, dann würde ich auf jeden Fall Majora's Mask sowas von feiern. Wieso? Und besonders dann auch noch, in der Grafik, wie sie hier diese Fan-Trailer gemacht haben. Ach so. Weil das ist ja wirklich mal richtig krass, oder? Hast du die gesehen? Da habe ich mal eins mir davon angesehen und das war schon ziemlich episch. Verdammt, jetzt habe ich hier. Was mache ich denn da? Ich bin doch schlecht. Meine Güte. Das 18. November 2011. 11? Ist das Spiel rausgekommen. 2011, ja. Okay, also. Doch, die haben schon rein. Ja, kommt mir vor wie gestern. Was das rausgekommen ist? Ja. Okay. Interessant. Ich weiß zwar nicht. Ich war auch so ein bisschen über verwundert. Anfangs halber habe ich so Stunden gebraucht, bis ich mal einen Stern hatte und am Ende ging irgendwie so alles so ratzefatze. Und jetzt hier bei dir generell alles schnell. Na gut, ich habe das ja auch schon 84.000 Mal durchgespielt. Ja, ich habe gezählt. Ja, habe ich auch mal gemacht beim Spiel. Da habe ich irgendwann angefangen, mein Spielerprofil Namen zu geben. Ich war, glaube ich, bei 89 Mal Zelda, nee, The Legend of Zelda Phantom Urglas war ich, glaube ich, bei Link 98. Seitdem, dann habe ich das Spiel verloren. Ja. Lol. Was sagt eigentlich die Zeit? 7 Minuten. Okay, dann bleibt noch genug Zeit, um das Nebellabyrinth zu durchsuchen. Zelda. Mal gucken, wie teuer das Spiel im Moment ist. Welches? Nein! Fuck. Ernsthaft, man, die verlangen für Zelda Phantom Urglas noch immer 40 Euro. The fuck, für was ist es rausgekommen? Für ein DS. DS. Das ist. Fürs normale DS oder 3DS? Ja, fürs normale. Das Spiel ist 2007 rausgekommen. Also hallo? The fuck? So teuer war es. So teuer hat es damals gekostet. Ach, Alter. Ich stell mich auch an. Und ich guck mir gerade hier so die Räume an und weiß sofort in welchen, also hier die Beispielbilder. Ich weiß sofort, in welchen Tempel es sich handelt. Okay. In so einem Suchti. Ja, das bist du tatsächlich. Aber das ist doch jeder irgendwo. Apropos, diese Karte kenne ich nicht, oder? Ah nee, das ist die Geisterinsel, da wo man durch diesen Sturm segeln muss, glaube ich. Ja. Boah, ich hasse diese Zombie-Insel. Ich fand's aber auch immer voll geil, wie man sein Schiff aufmotzen konnte. Hat mir immer sehr gefallen. Okay. Ja, brauchen wir. Tingles. Wer ist Tingles? Tingles, kennst du diese Schwuchtel nicht? Kommt mir bekannt vor, aber. Ja, Tingles ist dieser schwule grüne Zwerg. Mit diesem Schönheitsfleck, ja, wenn ich mich richtig erinnere. Schönheitsfleck, Mann, das ist eine fette rote Nase. Nein, der hat auch einen Schönheitsfleck. Also, wenn ich mich nicht täusche. Cool. Ja, ich weiß es nicht. Zweit. Naja, wenn man bei Zelda SS in Zeldas Zimmer geht und auf den Tisch liegt da so eine Puppe, die so gestrickt ist. Okay.
Also findet man ihn in Zelda da wieder. Ach ja, ich vermisse irgendwie die alten Zelda-Spiele. Sind immer die besten. Oh mein Gott. Jetzt darf ich hier nur nicht runterfallen. Das wäre schlecht. Und ich habe einen Stern. Here we go! Okay. Suche im Nebel den Notausgang. Ach so, es war der falsche. Verdammt. Es war der falsche Stern. Ich wusste, ich hätte noch weitergehen müssen. Okay, egal. Habe ich halt mal was nicht in Reihenfolge gemacht, puh. Oh yeah, voll skillig durchgewascht. Was machst du da schon wieder für Hintergrundgeräusche? Ein Stuhl quietscht. Das hat sich irgendwie angehört wie eine Verpackung oder so. Nein, das, ich habe so einen Billigstuhl. Dementsprechend tut er auch weh, wenn man stundenlang drauf sitzt. Aha. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich auch daran. Aber er tut quietschen. Er tut, na toll, wenn er quietschen soll, dann quietscht er nicht, ne? Boah. Alles nur eine Taktik von ihm. Maulwurf. Ja, jetzt gucke ich Maulwürfe. Bilder. Das ist schön, dass du das tust. Aua. Maul. Mario hat sie die Nase zu? Tatsache, Der hält sich die Nase zu. Auch nicht schlecht. Wer? Mario, wenn er am Nebel ist, dann hält er sich die Nase zu. Ist mir erst jetzt aufgefallen. Cool. Auch nicht schlecht. Ich find's auch interessant, dass Mario irgendwie... Na egal. Okay, so, damit haben wir jetzt auch diesen Stern. Und ich habe eine Skype-Nachricht, warst du's? Ich doch nicht. Okay, also warst du's. Hat keiner gesagt. Aber deine Stimme hat's verraten. Achte auf Rollen. Böse Stimme. Und schon wieder eine Nachricht. Das kannst nur du gewesen sein. Alles ist möglich. Toyota, ja. Den kenne ich auch. Okay, das war vielleicht bescheuert. Nee, das war nicht bescheuert, das war alles geplant. Bah! WTF. Was? Was? Wirst du gleich alles... Wirst du im nächsten Cut alles erfahren. Nein, hör auf mich zuzuspammen. Ich stehe nicht darauf. Achso, ich bin schon viel zu weit. Huch, okay. Moment, Kamera muss sich drehen, Kamera muss sich drehen, danke. Okay, Moment. Boah, ich will nicht wissen, wer sich sowas anschaut, bitte. Hör auf, mich zuzuspammen! Okay, was sagt die Zeit? 13 Minuten. Okay, dann werde ich hier diesen Part beenden und werde mir danach diese komischen Bilder oder Videos oder was auch immer du auch mir schickst, ansehen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde, und Ulun hat ausnahmsweise mal keine Chance, sich zu verabschieden. Also, tschüss!